da Rodo! Uhazi! 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 I think it's due to these things because he was very active from 2000s, it seems to me, and in Belarus sometimes when you're active and when you have a democratic mind, you can be put into prison. Съемка запрещена. Alexander Atroschenko und Andrei Sannikow sind in der Zeit vor der Wahl oft zusammen aufgetreten. Ich finde es unglaublich, dass ein junger Mann, der sich für demokratische Rechte und Freiheit eingesetzt hat und sie wahrgenommen hat, nun durch einen solch willkürlichen Prozess auf lange Zeit verurteilt worden ist. Er ist zu 4 Jahren Haft verurteilt worden nach einem berüchtigten Paragraphen 293 des Strafgesetzbuches in Weißrussland, das so etwas bedeutet wie Anführung oder Anleitung zu einem Aufruhr. Und das ist natürlich ein breiter Tatbestand. Und die Menschen, auch die internationalen Beobachter, die den Prozess verfolgt haben, haben einhellig gesagt, das war eine konstruierte Anklage. Es hat keinerlei Beweise gegeben. Wir sagen immer die letzte Diktatur mitten in Europa, und ich glaube, der Begriff Diktatur ist fast schon noch eine Verharmlesung für das, man kann schon sagen, Regime, das Terror gegen die eigene Bevölkerung ausübt. Aber es gibt eben auch eine Oppositionsbewegung, und das hat sich ja auch bei den letzten Wahlen gezeigt. Es hat ja doch einige mutige Leute gegeben, die es auch gewagt haben, gegen Lukaschenko zu kandidieren. Die haben natürlich sofort die Rechnung dafür bekommen. Fast alle der damaligen Gegenkandidaten sitzen ein. Mittlerweile wird in Weißrussland trotz entgegenstehender Beteuerungen von Parlamentariern die Todesstrafe wieder verhängt und auch vollstreckt. Also auch dies. Das letzte Land in Europa, was das noch praktiziert. Also es ist, um das mit einem Wort zusammenzufassen, ein ganz, ganz furchtbarer terroristischer Staat gegen seine eigene Bevölkerung. Belarus gehört zu Europa und gehört nicht hinter eine hohe Mauer, die von Lukaschenko aufgebaut wird und die aber mit der Visumspflicht auch durch die Europäische Union aufgebaut wird. Ich wünsche mir, dass diese Mauern fallen von beiden Seiten, damit die weißrussischen Menschen genau so zu uns im freien Europa gehören, wie andere Länder des früheren Ostblocks auch. Трудно понять, легко догадаться. Свобода для меня – это возможность выражать свои мысли и не бояться. Ну и не бояться того, что может за этим последовать.
actually I king of the ring because they return me ring of my husband, wedding ring. They can't put it on during his prisoner, so it's with me. They gave it to you? KGB returned me this ring. Yes? I never felt finally free. First of all, I think part of prison will always stay with me till the end of my life. And the second thing that I can't feel free until my friends and my colleagues are in prison.